Denn es ist ein echter Pokalkracher, René, der um 14 Uhr beginnt im Ernst-Abbe-Sportfeld Meuselwitz, traditionell in Weiß und Rot. Carl Zeiss Jena ganz in Dunkelblau, wie auch Trainer René Klingbeil, der trotz der Niederlage in der Regionalliga im Herbst letzten Jahres heute favorisiert ist gegen das Team von Heiko Weber. Beide Trainer plagen einige Verletzungssorgen in der Abwehr. Deswegen müssen sie ihre Teams jeweils umstellen. Und den besseren Start, den erwischt der Gast aus Meuselwitz. Und da müssen wir noch mal genau hingucken. Wer ist da zuletzt am Ball nach diesem Schuss von Trübenbach? Es ist Kapitän René Eckert, der den Schuss aber nur ans Schienbein bekommt. Die Carl Zeiss-Fans, sie hoffen wieder auf ihre Lebensversicherung mit der Nummer 11. Und das ist Maximilian Kraus, der zuletzt Heerscharen von Abwehrspielern beschäftigt hatte in der Regionalliga. Absoluter Topform der Spieler von Trainer René Klingbeil. Und jetzt kommt er über die Mitte angerauscht, spielt raus zu Jonathan Muyomo. Und das ist die erste richtig dicke Torchance in diesem Spiel. 11. Minute, Jonathan Muyomo. In der Regionalliga schon 8-mal erfolgreich. Hier mit der ersten dicken Chance für Carl Zeiss Jena. Die Latte ist im Weg, aber trotzdem Daumen hoch für dieses Zuspiel von Maximilian Kraus. Wer aber nun denkt, dass die Meuselwitzer sich hier verstecken und nicht mitspielen, der irrt gewaltig. Wieder ist es Kapitän René Eckert, der über 20 Jahre seiner Jugend hier beim FC Carl Zeiss verbracht hat und einen Eckball rausholt. Auch der wird nochmal gefährlich, denn Nils Mijatke steigt hoch, aber kann den Ball nicht richtig drücken. Trotzdem gute Gelegenheit für den ZFC Meuselwitz. Und weiter der FC Carl Zeiss Jena. Wieder über Muyomo und Hoppe, der den Ball zurückspielt zu Muyomo. Dann schöner Steckpass auf Justin Schau. Und der prüft den anderen Justin, nämlich den Fietz im Tor des ZFC Meuselwitz. Schauen wir uns nochmal an. Schön direkt kombiniert und Fietz der Sieger hier im Schuss gegen den Schuss von Schau. Ja, das sieht nicht schlecht aus, was das Team von Carl Zeiss Jena abliefert. Deswegen ist Heiko Weber, der Meuselwitzer Trainer, etwas besorgt. Und die Sorge steigt nach diesem Angriff hier. Mitte der ersten Halbzeit, da fordern die Fans nämlich einen Handelfmeter. Und war es wirklich einer nach der Eingabe von Hoppe? Ja, der Arm von Eckert ein bisschen tief, aber kein Grund für Schiedsrichter Chris Rauschenberg hier auf Elfmeter zu entscheiden. René Klingbeil nicht ganz einverstanden mit der Entscheidung, aber seine Männer spielen trotzdem weiter nach vorn. Schon wieder über die agile rechte Seite mit Muyomo, der nochmal zur Flanke kommt. Und das ist die Möglichkeit für Pascal Verkamp. Aber auch er kriegt keinen Druck hinter den Ball, sodass Justin Fietz auch diese gute Möglichkeit für Carl Zeiss Jena vereiteln kann. Also, gutes Pokalspiel, was hier beide Thüringer Mannschaften anbieten. Es geht hin und her. Beide suchen ihr Heil in der Offensive. Und hier setzt sich wieder René Eckert durch gegen den anderen Kapitän, gegen Striezel. Das ist Florian Hansch. Aber Gibson, der heute in der Innenverteidigung spielt für Jena, weil Halili immer noch verletzt ist, kann zur Ecke klären. Und diese Ecke, die ist eine Angelegenheit für Kevin Kunz, der sich hier strecken muss kurz vor der Halbzeitpause, um das 0:1 zu verhindern. Kunz, ja, der beste Torhüter der Regionalliga, musste erst 15 Mal hinter sich greifen. Heute muss es nach keiner 0:0 der Halbzeitstand. Und die Zuschauer, sie hoffen noch auf mehr Offensivaktionen im zweiten Durchgang. Los geht's mit einer Möglichkeit für Carl Zeiss Jena. Nach der Eingabe von Hoppe scheint zunächst alles geklärt zu sein, aber dann wird der Ball noch mal scharf. Gibson macht ihn scharf und in der Mitte, da steht Dedidis und hat die Möglichkeit, Carl Zeiss Jena hier mit 1:0 in Führung zu bringen. Aber wieder tolle Parade von Justin Fietz, der heute ein wirklich gutes Spiel macht im Tor des ZFC Meuselwitz. Striezel schickt Muyomo auf die Reise, weil Reitl zu spät kommt, hat Muyomo auch die Chance, drüben Dedidis zu bedienen, aber der passt dann doch zu ungenau. Und langsam wird René Klingbeil ein bisschen unruhig auf seiner Trainerbank. Denn wie gesagt, Meuselwitz versteckt sich hier überhaupt nicht, sondern hat durch Armer Katric eine tolle Möglichkeit, hier nach Vorlage von Reitl seinen ZFC in Führung zu bringen. Also ausgewogenes Chancenverhältnis. Aber immer noch 0:0, immer noch keine Tore hier im Ernst-Abbe-Sportfeld. Und wieder geht bei Carl Zeiss Jena die Post ab über die linke Seite. Maximilian Kraus, 6 Torvorbereitungen in den letzten 6 Regionalligaspielen. Getroffen hat er lange nicht und auch heute klappt es nicht, obwohl die Schussbahn frei ist da.
Was für eine tolle Chance für Maxi Kraus. Aber da fehlt ein guter Meter zum 1:0 für Carl Zeiss Jena. Und auf der anderen Seite müssen die Abwehrspieler von Carl Zeiss immer aufpassen, was die Meuselwitzer da tun. Denn sie drängen jetzt auch auf den einen Treffer, der ja möglicherweise reichen könnte. Und was ist das für eine Riesenchance für Dominik Bock, eingewechselt Mitte der zweiten Halbzeit. Auch ein Ex-Jena, der jetzt für Meuselwitz spielt. Und nach dieser Flanke von Scheder, da hat Dominik Bock die beste Chance für den ZFC im ganzen Spiel. Aber Kevin Kunz eben auch ein richtig starker Torhüter beim FCK Zeiss Jena. Wieder der agile Justin Schaub, der rüberspielt zu Muyomo, gleich mal abgezogen. Aber er trifft nur das Außennetz. Seinen 8 Toren in der Regionalliga kann er heute hier im Thüringen-Pokal keinen weiteren Treffer folgen lassen. Trotzdem wieder gute Aktion von Muyomo, der immer besser reinwächst in die Mannschaft von Carl Zeiss Jena. Und dann wird es ein richtiger Pokalfight. Hier muss Muyomo richtig einstecken. 80. Minute und Rudelbildung auf dem Platz, weil auch Trübenbach Muyomo da wegschubbt vom Spielfeld. Das sind natürlich rassige Szenen, die man sehen will, auch wenn natürlich Handgreiflichkeiten nicht zum Fußball gehören. Deswegen muss Chris Rauschenberg erstmal Ordnung schaffen. 3 gelbe Karten im Drippelpack sozusagen und die Gemüter erstmal wieder beruhigt, damit das hier fußballerisch weitergehen kann. Wir sind schon in der 90. Minute, letzter Angriff, letzte Chance für Meuselwitz, aber auch die kann Kevin Kunz vereiteln. Und so kommt's, wie es kommen muss, keine Tore nach 90 Minuten. Das bedeutet Verlängerung in diesem Pokalkracher, in diesem Halbfinale, in dem jetzt René Klingbeil natürlich seine Männer nochmal einschwört, genauso wie auf der anderen Seite Heiko Weber seine Meuselwitzer. Ein Treffer, wie gesagt, kann hier reichen. Zum Sieg. Wer schießt ihn? Ist es Maximilian Kraus? Nein, denn Fietz hält und auch den Nachschuss hält er fest gegen Pascal Verkamp. Riesenmöglichkeit in der 93. Minute. Nochmal aus einer anderen Perspektive gezeigt. Hier diese gute Aktion von Fietz und dann muss Verkamp doch eigentlich den Ball an Fietz vorbeispielen. Kommt aber nicht vorbei. Und Pascal Verkamp bekommt noch eine Möglichkeit. Wieder nach einem langen Pass zieht er einfach mal ab und da fehlt wieder ein guter Meter. Zum 1:0 für Carl Zeiss Jena. Also jetzt der Gastgeber mit Chancenvorteilen in dieser Verlängerung. Aber Meuselwitz lauert auf Konter. Wie hier zum Beispiel über Bock und Trübenbach. Trübenbach allein vor Kunz. Und das muss doch eigentlich ein Tor sein. Heiko Weber ist ein bisschen angefressen. Mann, sagt er. Und dann passiert nicht mehr allzu viel in der Verlängerung. Und Sie wissen, was das bedeutet. Elfmeterschießen im Thüringen-Pokal-Halbfinale zwischen Jena und Meuselwitz. Als erster muss Nils Miatke ran für Meuselwitz. Und er scheitert an Kevin Kunz, der Zweit- und Drittliga-erfahrene Nils Miatke. Also nur zweiter Sieger gegen Kevin Kunz. So geht's schon mal gut los. Dann Lukas Lemmel mit dem Tor für Carl Zeiss Jena. In der Folge treffen auch die Spieler des ZFC Meuselwitz, wie hier Patrick Scheder, mehr oder weniger sicher. Marcel Hoppe hat ein bisschen Glück hier bei seinem Elfmeter, aber auch der ist drin. 4:3 inzwischen der Spielstand für Carl Zeiss Jena. Und den letzten Meuselwitzer Schützen, den stelle ich Ihnen auch gern vor, es ist Amar Katric. Der muss jetzt treffen. Wenn er nicht trifft, ist das Spiel zu Ende. Amar Katric gegen Kevin Kunz. Amar Katric scheitert und Carl Zeiss Jena hat es geschafft. Kevin Kunz hält 2 Elfmeter in diesem Elfmeterschießen und bringt damit seinen FC Carl Zeiss Jena ins Finale des Thüringen-Pokals 2023. Freude auf der einen Seite, Enttäuschung auf der anderen Seite und Stimmen zum Spiel von Paul Heim. Boah, ich glaube, für die Zuschauer war das jetzt nicht so ein Leckerbissen. Für uns jetzt auch nicht wirklich. Ich glaube, 120 Minuten reinen Kampf gesehen, wenig Torchancen, viele, viele Zweikämpfe, worauf wir uns jetzt eigentlich nicht drauf einlassen wollten. Aber es ist halt mal Pokal, da weißt du nie, wie es kommt. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass wir jetzt auch übers Elfmeterschießen auch das Quäntchen Glück bewiesen haben und da uns durchgesetzt haben. Total ärgerlich. Ich glaube, wir waren sehr nah dran diesmal. Haben es über 120 Minuten sehr gut gemacht, glaube ich. Haben Jena wenig Chancen gegeben. Hatten auch die eine oder andere, wenn wir die machen, können den 1:0 hier, denke ich, reichen. So haben wir es im Elfmeterschießen, ja, leider nicht geschafft, diesmal zu gewinnen. Ja, wie gesagt, waren dieses Jahr sehr nah dran, aber müssen wir halt nächstes Jahr ran.
Luca Bürger mit Tränen in den Augen, Freude dagegen bei den Fans vom FC Carl Zeiss Jena. Denn zum wiederholten Male steht ihre Mannschaft im Finale um den Thüringen-Pokal und kann, wenn dieses eine Spiel noch gewonnen wird, dann im Juni wieder am DFB-Pokal teilnehmen. Schöne Aussichten also für den Jenaer Fußball, René, oder?